So, dann moin. Schön, dass du auf meinem Kanal bist und weiter zuschaust oder neu zuschaust. Freut mich natürlich ebenfalls. Ich mache nahtlos da weiter, wo ich im letzten Video aufgehört habe. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach Höhlen, aber die finde ich hier nicht. Ich denke mal, es wird sich anbieten, erstmal in ein anderes System. Irgendwo hatte ich ja schon Höhlen gefunden, wo ich auch Kobalt abgebaut habe, aber hier war es nicht. Ne, ich werde mal abheben. Ne, diese Welt hatte ich ja auch eigentlich nur aufgesucht, um ja, sie zu entdecken, in Anführungsstrichen. Und da habe ich gedacht, na, viele Berge, viele Höhlen, aber weit gefehlt. Du eine Höhle oder bist du wieder so ein. Ja, geht schon wieder zu, ne? Guck, das ist er weg. Verdammte. Keine Höhlen hier. Keine Höhlen, keine Höhlenkürbisse. Dann haben wir hier wieder ab. Da habe ich jetzt die Schnauze voll. Das Raumschiff ist immer noch da, dieser Gesuchte. Flüchtiges Raumschiff entdeckt. Wo ist denn das Raumschiff? Ich will da wenigstens ein bisschen was mitnehmen. Wenn ich hier schon sowieso schon das alles am Blinken habe, dann kann ich auch das mal ausnutzen. Ne? So, nehmen wir hier noch was mit. Ich sehe aber auch nirgendwo jetzt hier so einen roten Pfeil, der mir anzeigt, wo das Raumschiff ist. Da oben. Da könnte das irgendwo sein. Ich hier mal ein bisschen durch. Ist mir den Weg frei hier, da sowas von. So, mal gucken, wo ist er denn jetzt? Ich fliege jetzt mal so raus, dass hier irgendwas gut ist. Ich sehe schon gar nichts mehr vor lauter Flackerkram hier. Da sind gleich mehrere, ne? Guck mal, ja. Okay. Jetzt wollen wir mal gucken. Da. Raumstation. Und hin. Dann fliege ich jetzt in ein anderes System.
guck da mal. Na, hier habe ich nicht eine Höhle gefunden. Ich glaube, ich war jetzt noch drei Planeten. Ne? So. Der Traktorstrahl hat mich voll erwischt. Hi, Fan. Guck mal eben, ob ich schon wieder hier Kürbisknollen, ja. Da haben wir den ganzen anderen Kram hier. Kürbisknolle, Ausbau. Siedler, verwalte deine Siedlung. Archive. Wurden auch schon wieder hergestellt. Ich kann ja auch von der Basis aus überall hin. Und dann gehe ich da jetzt mal hin und frage erstmal die Basiscomputer ab. Ne, dann geht das Ganze, das läuft dann ja wieder neu. Und dann kann ich zur Siedlung, da ist ja auch noch was, das muss ich machen. Ich muss ja sehen, dass ich da diese Schulden bezahle. 300.000 Schulden. Oh Mann. Und die kannst du nur bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass die mehr einnehmen als Ausgaben da sind. Und das ist noch nicht der Fall. Von daher, so, ich habe aber schon Kaffee. Ne? Das dauert aber auch immer so. Na komm schon. Jetzt meckert er nicht hier. Ich bin im Hyperraum gefangen. Doch nicht. Ja, Gott sei Dank. So, was hast du denn jetzt wieder hergestellt? Das sind wir bald durch, ne? Baupläne für Sauerstoffverarbeiter. Da ist er, siehst du? Sehr schön. Die Wasserstoffhülle 3 und 5 Metallplatten. Gut. Den soll ich jetzt auch bauen. Dann komm noch mal ran hier. So. Sauerstoffverarbeiter. Wo baue ich den denn mal hin? Ja, ne? Das ist so immer wieder hin. Dann holen wir uns erstmal. Erstmal ausdrücken hier. Zack, das war die Wasserstoff. So, Modit. Das hatte ich, glaube ich, hier schon, ne? Oder? Nee.
Rostkristall da rein. Die packe ich auch noch mal weg. Die braucht man später. Goldklumpen. Die brauchen wir höchstens eine Anomalie mal, wenn er die gerade verlangt. Aber so. Lagerbehälter. Silber. Phosphor haben wir auch noch nicht. Das muss alles auf einem Planeten sein. Das war die Ausbeute eben oben, ne? So, Modit. Da ist das Gold geblieben. So, was haben wir hier noch? Katzenleber, Antimaterie. Packen wir auch mal erstmal rein. Und packen Sie das mal ins Raumschiff. Erstmal alles so weit weg. Wir gehen durch und so. Brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Ja. So, Kohlenstoff in andere Ohr 3. Die schleppe ich mir die ganze Zeit mit mir rum. Ich will jetzt erstmal die Metallplatten holen, die ich da reingepackt habe. Irgendwo am Ende sein da. Ja, brauchen wir noch zwei. So. Mal gucken. Der braucht jetzt drei die Wasserstoffgelee. Und das ist das ganze Gold, was ich da in den Klumpen hatte. Drei die Wasserstoffgelee. So, dann bauen wir den Lümmel mal hier. Wenn er grün ist, müsste es gehen, ne? Oder? Oder ist so weit. So. So, den brauchen wir jetzt nur aufladen. Hier unten, da. Mit Kohlenstoff. Und dann macht er 250 Sauerstoff aus. Ne? Und jetzt fängt er hier hinten, fängt auch wieder an, jetzt zu arbeiten. Na, da ist jetzt auch alles vorbei. Ja, jetzt ist klar, ist nicht Tag. Aber hier habe ich auch noch was drin gehabt, ne? Da. Da habe ich das, glaube ich, hingepackt. Na? Da oben sehe ich. Ich lerne es noch. Na, wenn wir hier Silikatpulver reinpacken, dann kriegen wir Glas. Ne? Das wird dann Ferritstaub. Da gibt es sogar zwei Staub von einem Metall. So, jetzt müssen wir auf den Tag warten. Das kann ja wieder dauern. Ich
sehen die da oben aus? Sind die schon wieder. Was ist er denn dahin? Der ist zusammengeklappt, ne? Oder ist er schon wieder auf? Ich schon wieder an. Den gehen wir ab zur Siedlung. Dann können wir die auch weiter anschieben. Dann kommt das dritte Teil da rein für die Innenausstattung, was auch immer das jetzt wieder sein mag. Aber er will nicht Gold, Silber oder sowas haben, dann muss ich wieder auf die Basis. Könnte ich auch mal gucken, ob man da Lagerbehälter bauen kann. Weil ich kriege ja gar nichts angeboten da. Ich kriege ja nur diese mobilen Sachen da angeboten. Alles andere nicht, obwohl das meine Siedlung ist. Junge, das dauert aber heute. Rumpel, Rumpel, Rumpel. Aha. Das habe ich mir gemerkt. Guck mal an, ne? Zehn Kohlenstoff Nanorohr. Ach Gott sei Dank, das kriegen wir hin. Ich habe doch auch noch welche. Im Raumschiff. Warte mal. Ein bisschen dichter rangehen, ne? Bis ich mir die rüberziehen kann. So, das waren 50 Meter, glaube ich. Aber ne, hier ist noch nicht. Ja. Da zeigt er wieder was an, aber da habe ich ja schon alles abgebaut. Naja. So, dann machen wir noch mal 7 Stück dazu. Da geht's hin, ne? Stunde, okay. Dann ist das doch schon mal was. Und er hat ja auch gesagt, er sagt Bescheid, wenn da irgendwas ist in meinem Büro. Ja, ich wollte ja noch gucken. Ich kann nur diese Sachen bauen hier. Roma Geobuch kann ich auch bauen, okay. Aber ansonsten nur diese ganzen mobilen Teile, nicht? Schade. Lagerbehälter wären es jetzt hier gewesen. Na, dann gehen wir jetzt erstmal ab hier.
Höhlen ist ja hier weiterhin nicht zu rechnen, ne? Ja, das ist auch keine Höhle. Habe ich da schon geguckt? Ich glaube. Die sehen doch alle anders aus hier. So, jetzt geht es endlich in ein anderes System, aber vorher verkaufe ich noch die Katzenleber an diesen Sheet da, was ich da so eingesammelt habe. Bin ich das auch los? Das wäre schön, wenn das real wäre, ne? Einfach mal so hoch, zack. Aufstation, bisschen einkaufen gehen, in die Mall. Habe ich die im Raumschiff, die Sachen? Ja, hier. Was habe ich jetzt gemacht? So, schlüssige Prügel, die Bronze, das hypnotische Auge und die Katzenleber. Na, guck mal, da haben wir da schon wieder ein bisschen was zusammengekriegt. Ja. Und ab ins andere System. Das ist das aktuelle. Konfliktstufe stabil. 5 Planeten, da wird bestimmt einer dabei sein. Ich könnte ja auch gucken, aber das ist spannender. Finde ich jetzt mal. Oh, er lässt doch ein paar Frames aus hier. 0,2%. Wie kommt denn das auf einmal? Da muss ja irgendwo mal was geruckelt haben. Eben hat er gemeckert, jetzt hört er auf zu meckern. Na, jetzt meckert er wieder. Ist er wieder weg? Schon abgeklappert hier alles, verdammt. So, jetzt kann ich mal gucken. Da habe ich ja einige Entdeckungen vor mir hier. Na supi. Bringt er doch nochmal, du. Der hat, der ist in Quadrate unterteilt. Ätzender, Pilzschimmel, Kupfer, Ammoniak. So, was haben wir hier für einen?
Na, willst du das wohl mal sagen? Ah, da musst du genau am Rand noch bleiben. Gleiche Scheiß wie eben. Ne? Oh, ein Paradies. Aber darum geht es ja jetzt nicht. Da haben wir doch schon einen eingesammelt wieder hier. War das der hier? Ja, der war das. Aber hier sind aber, hier ist aber viel Platin. Da oben ist noch einer. Mal gucken, da. Hat er nicht mitgenommen. Muss jetzt schon richtig drauf sein. Das ist auch nicht. Was haben wir denn noch hier? Der hat sich freiwillig reinbegeben, der Goldklumpen. Okay. Da müsste eigentlich ein Planet sein irgendwo. Ist nur der Große zu sehen. Ätzend. Ist ja total ätzend alles. Da müsste eigentlich einer sein. Ist ja so klein. Das ist nicht die Raumstation. Daneben müsste was sein. Ich fliege mal ein bisschen. Ah, siehst du, da ist er. Das ist der Hyperräsche. Und das ist der hier. Ätzend. Nochmal ätzend, dann können wir auch auf den hier gehen. Wenn das alles nur ätzende Rücken sind hier. Vor allen Dingen kann man dann gleich beim Fliegen sehen, ob die verlassen. Du hast mich verlassen. Und dann sind wir wieder, ne? Frostkristall, Frostkristall. Frostkristall ist gut. Das haben wir hier schon. Wenn es da kalt ist, sind da auch Höhlen bestimmt. Den hatte ich ja schon entdeckt. Habe ich nur drauf gemacht. Wieder Inseln hier, ne? Guck mal, hier alles Wasser. Ne? Wo finden wir jetzt hier Landmasse? Einmal ganz rumgucken, aber dass wir dahin, wo wir eben schon waren, da, ne? Wo wir eben geguckt haben. Ja, bleibt das dabei, dass da Land ist? Ja. Schnee bedeckt. Gut. Haben wir denn da? Was blinkt denn da? Das ist eine alte Ruine. Oder, ach nee, da kannst du was kaufen. Kaufen und verkaufen.
guck an, was die einem hier alles anbieten. Na, da können wir ja da mal reingehen, ne? Freuen sich über Kundschaft. Guck mal, ist nichts los. Und was noch? Zwei Navigationsdaten, nochmal. Konvergenzwürfel, das ist eine gute Sache. Die braucht man auch mal irgendwann. Die kriegt man ja ganz schwer. Den muss ich mir aufbewahren. Habe ich jetzt zwei Konvergenzwürfel? Keine Ahnung. Da ist nichts weiter. Gut. Da ist noch ein bisschen was. Da kann man noch ein bisschen wildern. Da hinten ist auch noch was. Dann machen wir die Sachen hier erstmal. Haben wir schon wieder das Spiel verriet, ne? Was umgewandelt haben. Die Nummer schon, wir waren hier schon. Ja. Vielleicht können wir ja hier Höhlenkürbis kaufen. Wer weiß, ne? Mikroskop ist hier richtig günstig. Nö. Mist. Aber es war ein Versuch wert. Man könnte ja mit Keule mal reden hier. Dann lernen wir wieder ein paar Wörter. War das der von eben hier? Sucht, ja. Ich bin jetzt Linguist. Ach, den habe ich schon besucht. Ist er noch nicht dran gewesen hier, ne? So.
Kundschafter. Und was war das jetzt? Nix. Schön, Rix. Das ist doch mal was. So, das haben wir jetzt erstmal soweit alles gelehrt, glaube ich. Da könnte man jetzt hingehen und mit denen über die Raumschiffe verhandeln. Noch einer. 35, na denn. So, dann fliegen wir mal weiter. Suchen wir mal ein bisschen Höhen hier. Da ist es, was ist da denn? Das ist das Wasser? Oder Dunstschleier? Ne, Wasser, ne? Das ist Wasser, ja. Kann man Schlittschuh laufen. Gebt die Hoffnung nicht auf, dass ich doch, ach da, guck, und das nicht wieder zugeht. Habe ich gesagt, wenn das nicht wieder zugeht? Jo, wenn wir hier nichts finden, dann müssen wir wieder in den Weltraum und den nächsten Planeten. Da oben ist noch was. Was auch immer das ist. Fabrik oder irgendwas, was weiß ich, was das ist. Und da ist eine Höhle, da blinkt doch was. Ne? Ne, das ist so eine Pflanze. Ah, dann landen wir hier mal, wenn wir schon dazu aufgefordert werden. Ne. Geht doch. Holen wir uns erstmal unsere Naniten zählen. Aktionsdaten, das verrostete Metall. Nanit. Ich hier der Kohlenstoff und du machst meinen Anzug wieder heil, sagst du, ne? Vollgeladen. Gut. Könnte auch so ein verlassenes Teil sein. Ne, die Tür ist zu.
müssten wir einbrechen und dafür putzen. Deswegen bin ich ja nicht hergekommen, ne? Sacken alle da unten jetzt. Ist ja witzig, ne? Dachte hier wäre was, aber nein. Lag im Schatten. Da geht das gleich wieder zu. Oder habe ich endlich mal Glück hier? Na, ja, das könnte. Gucken wir mal. Es ist. Kommen wir da runter? So kommen wir da runter. Ach, da geht es ans Wasser. Oh shit. Müssen wir erstmal unsere Feinde besiegen. Auch genommen, sehr schön. Na komm. So, was ist das? Kohlenstoff, das ist gar nichts. Ist das hier ein Kürbis hier? Nein. Das ist gar kein Wasser. Ist das? Hier scheint es ja keinen Höhenkürbis zu geben. Die leuchten doch immer so ein bisschen, ne? Da ist was. Kürbisknolle. Oh, mach mich nicht schwach. Dann habe ich schon mal eine gefunden und ich habe da nicht dran gedacht, dass das schon wieder voll ist, das Ding hier. Ach ja, ich habe ja so viel eingesammelt wieder bei dem, wo wir gelandet sind, ne? Geckrelikt. Alles Dinge, die man nicht braucht, jedenfalls jetzt. Aber mit Chance finden wir ja noch mehr. Sind da überall welche? In rauen Mengen, aber hier natürlich nicht. Kobalt und Kupfer. Schön. Da unten. Welche brauchen wir denn?
Mann, von dem Zeug. Geht's noch weiter? Die wollen mich total fertig machen. Ist nicht zu fassen. Da geht's wieder raus, ne? Tatsächlich. Aber ist es nix? Ne, da ist noch. Noch einer. Zwar hier eben. Na komm. Dann haben wir den Platz für Kupfer schon mal belegt. Die wieder nehmen hier. Na gut. Soll so sein. Man findet immer das, was man nicht sucht, ne? So, sehen wir hier noch irgendwas? Was leuchten? Die sind gar nichts. Nix, nix. Nicht ein Höhlenkürbis mehr. Da ist noch so eine giftige Pflanze, aber die suchen wir jetzt nicht. Gase darf so echt nicht kommen. Da geht es dir ziemlich schlecht. Nee, hier ist nix. Nichts ist hier. Verdammt. Das ist auch nichts. Tja. Die sind auch nicht, doch die sind Kobalt und Kupfer. Ja, da muss ich mal ich ein bisschen abreagieren jetzt hier.
Ja, zumindest bringt das Kohle. Und die brauchen wir ja auch. So, wie viel haben wir denn jetzt hier? Kobalt 1500, da können wir schon wieder 1000 verkaufen. Das ist doch mal klasse. Wie viel Kohlenstoff haben wir denn? Haben wir gar nicht so viel. Wir nehmen hier noch ein bisschen Kohlenstoff mit. Die sind sehr ergiebig, glaube ich, die Dinger hier. So, dann müssen wir erstmal wieder hier ganz runterrutschen. Dann sind wir ja auch hochgekommen. Alles das gleiche hier, ne? Ja, ja, ja. Zwei Pflanzen hier gefunden. Oh, da habe ich einen übersehen. Hier irgendwo. Ein Drecksviech. Hier.
Oder war das wohl was anderes? Wieder. Was ist das? Den habe ich noch nicht gewonnen. Den auch noch nicht. Doch, der war. Das zum Thema Höhle. Jo, aber es gibt welche hier, also von daher. Suchen wir mal die nächste. Wenn das alles so unergiebig ist, haue ich hier auch wieder ab. Sehe ich da eine Höhle? Könnte sein, ne? Mal schauen, wir fahren. Ne, jetzt ist es zu. Ne, ist eine Felswand. Keine Höhle. Hier sind wir richtig, pass auf. Da können wir da gar nicht landen. Da bin ich aber mal gespannt, wo der uns jetzt absetzt. Da oben ist das Meldeteil mit drin im Wald hier. Bin ich doch mal gespannt, was ist jetzt da voll drin. Zumindest können wir hier einen Nanit abstauben. Hier drin aber nicht. Dann gehen wir hier gleich wieder raus. Muss das hier eigentlich was geben? Hier. Ah, dann haben wir schon mal wieder ein bisschen 60. Na, ist ja Freund. Gehalt überweisen. Oh, geizig diesen Monat, ne? Na, die ist auch zu. Ja, ich höre schon die. Die Mullis hier rumfliegen. Hey, ist ab. Und manchmal kriegt man bei denen auch was Gutes. Und Ansehen verbessert? Nö. Na guck mal, da können wir auch noch mal einen Nied. Dann haben wir schon über 100 jetzt. 101. Und das Terminal. Zwei, eins, sieben, null, stimmt.
Komplize, Rang 2 von 7. Bin ich Komplize, weißt du? Wenn du unbedingt mit willst. Warum nicht? Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie ich jetzt hier abheben soll. So. Na, ganz einfach. Ne, hier sind keine Höhlen. So, da hinten gucke ich nochmal und dann haue ich auch wieder ab. Von diesem ungastlichen Ort. Der in keiner Weise richtig unterhöhlt ist. Da könnte eine sein. Aber der ist auch schon wieder zu jetzt. Hier eine? Ne, das ist. Ist das eine Höhle? Ne, da liegt was drin. Oh, das hier ist eine, ne? Gucken wir nochmal. Ah, da sind sie. Oder auch nicht. Hier ist gar keiner, ne? Das sind nur Lampen. Aber wo so Lampen sind, sind da normalerweise auch Heulenkürbisse. Erstmal müssen wir Flora beseitigen. Ja, sind sie da. Und auch noch Sachen, die wir verkaufen können, da diese Kuchen. Ich mich beinahe aufgespießt. Boah, die kannst du über. Komme ich ans Raumschiff? Nein. Scheiße. Jetzt aber, ne? Hätte ich auch gleich machen können, aber gut. Wie viel Kürbisknolle soll ich denn? Ich nehme so viel Geld mit wie es geht hier. Du, das glaubst du doch. Da. So, dann nochmal runter. Ich glaube, die kosten 5000 das Stück. Fünf Stück nur. Habe ich so wenig Platz gehabt? Ich halte es auch im Kopf nicht aus. Also nochmal. Kohlenstoff brauchen wir. Ionenakku, eventuell.
Den hier brauchen wir nicht. Den hier brauchen wir nicht. Den hier auch nicht. Und da waren da ganz schön viele, nicht? Von daher machen wir jetzt mal ein bisschen mehr Platz. Die tragbare Raffinerie, die brauche ich da unten doch auch nicht. Packen wir die hier. So. 2, 4, 6. Also da müsste ich jetzt noch 30 Würfel finden. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ah. Zu weit. Wir wollen doch hier was mitnehmen. Hier so viel auf dem Hauptchen haben wir noch nicht gesehen. Das sind diese unterirdischen Relikte, die sie so. Anzeigen. Und da findest du diesen Krempel hier. So, Höhlenkürbisse, wo seid ihr? Meldet euch. Da oben, das sind keine, das sind Lampen. Da sind noch mehr Relikte, guck an da. Kein Höhlenkürbis mehr. Sind alle gar nichts hier, nur die da oben, ne? Apropos da oben. So ein Nest? Mann, das gibt's doch gar nicht. Na ja, Nachtschwung können wir mal gebrauchen. Und da hast du. Nur gucken, ob da hinter noch welche von diesen Viechern sind. Aber da sind glaube ich noch welche, ne? Ja. Mann, das kann doch alles nicht wahr sein. Aber wenn ich jetzt wenigstens wüsste, wie viele ich brauche, könnte ich sagen, okay, haben wir wieder ab. Aber nein, jetzt fliegen da auch noch wieder diese ganzen Dinger herum. Naja, kommen wir auch zu Rohstoffen. Was soll's? Aber nicht so wählerisch sein, ne?
sehe aber auch keine Höhlenkürbisse mehr. Jetzt noch rum. Vielleicht sind wir wieder voll geladen. Wir können nur noch das mitnehmen, was wir ohnehin schon im Anzug haben. Nicht sucht, ne? Oh, hier haben wir Glück. Da ist noch mal was. Siehst du, so freut man sich schon über Kleinigkeiten, ne? Hier ja eigentlich auch noch welche sein. Da ist doch eine. Noch eine. Das habe ich immer vermieden, die mit einzupacken, weil die echt nichts bringen. Da war noch einer. Müssen wir ja jetzt so langsam mal genug haben. Ja, man sieht die denn teilweise auch nicht, aber er zeigt sie an. Ja. Mal sehen, wie viel können wir denn noch mitnehmen? Wow. Unverhofft kommt oft. Nee. Dann gehen wir wieder weg. Da ist noch einer. Guck. Kommt der denn noch einmal her? Ist hier noch ein Bruder von ihm vielleicht? Oder Schwester? Diese Viecher, die hier so durchströmen. Diese Kohlenstoffdinger, diese grünen, die sind da zuhauf, aber kein Köhlenhürbis. Ist ja auch geil, dass man so laufen kann, ne? Finde ich gut. Auch noch irgendwo hin da hinten.
habe ich diese Fische jetzt schon? Muss ich direkt gleich mal gucken. Wenn ich die Jungs da abgewandert habe. Deswegen, wenn man ein Spiel anfängt, immer eine Höhle suchen, da findest du diese hier. Und damit hast du dann auch Natrium und Kobalt auch und dann kannst du dir Überlebenssachen machen, mit denen du auf jeden Fall das Raumschiff erreichst. So. Das Viech noch irgendwo sehen hier. Nee. Das auch nicht, ne? So, geht ja noch runter. Aber hier sind keine mehr. Nix mehr da. Na denn. Was ist da noch? Nix. Das gleiche wie vorher auch. Das sind die kleinen Tricks, ne? Da kriegst du ganz schwer mal alles zusammen, wenn du nicht gerade mal Glück hast. Und wie hier jetzt siehst, habe ich noch nicht, den auch noch nicht. Den habe ich bestimmt noch nicht. Wer hat jetzt diese Tiere da wohl gesehen oder was? Shit. Jetzt habe ich die. Ja. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes zusammengebucht? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 35 Stück. Nicht schlecht, Herr Specht. Da kann man schon was verkaufen. Ja, das sollten wir noch machen. Wie viel Höhlenkürbis habe ich denn jetzt? 185, das müsste aber reichen. Ach hier, das ist die alte Ruine.
Die sollten wir vielleicht noch aufsuchen. Ätzend. Total ätzend. Sonst geht die auch nicht weg. Ich habe schon vergessen, wofür ich jetzt diesen Höhlenkürbis überhaupt brauchte. War das für meine Basis? Da werde ich dann als nächstes mich auch hinbegeben, wenn ich diese ganzen Teile verkauft habe, diese Würfel. Also mindestens 150.000, schätze ich mal. Ich sehe aber gar nichts von der uralten Ruine da, Freunde. Dahinter. Ja, jetzt sehe ich sie. Und doch nicht, jetzt haben wir hier auch noch eine Höhle da. Naja, was soll's. Das ist ganz klar auch ein Bug. Landebahn nicht frei. Wo ist sie denn nicht frei? Freunde. Komme ich denn hier am besten hoch? Ein Fahrstuhl. Guck mal da. Da finden wir mit Sicherheit noch was. Jetzt gehen wir aber erstmal hier hoch. Wollen wir es mal sicherstellen hier? Ein Paket können wir noch rüberpacken. Soll ich jetzt eine Planetenkarte auslösen? Bin ich nicht. So. Für erbärmlich. Das habe ich mir gewünscht. Hier und. Da ist der dritte. Kommen wir da durch? Ja. Wir werden. Nee, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal hier. Das, oh, die kann ich aber nicht abbauen. Ich dachte jetzt schon. Das sind doch ganz klar Höhlenkürbisse. Aber die gehen nicht abzubauen. So, hier können wir jetzt unser Erlebnis haben. Ein Orientierungspunkt, die Kehntafel. Aha. Dirk, Wissen in der Vergangenheit, da schickt er mich zum nächsten Relikt.
und Ansehen verbessert. Das ist viel besser. Das ist ja hier nichts weiter. Ja, hier ist nichts. Fängt ja schon an zu frieren. Hört sich so an, ne? Dann gehen wir erstmal hier rein. So, pass auf. Giftschutz stabilisiert sich. Toxität. Oh. Da muss ich ja direkt mal gucken. Wärmeverarbeitung. Ist alles im grünen Bereich eigentlich hier, ne? Dann gehen wir da mal rein jetzt. Dann bin ich neugierig. Was denn hier so? Oh, da kommt gleich ein Wurm raus. Pass auf, der kommt uns gleich entgegen. Auch komische Höhlen hier. Jede ist anders. Ich meine, die haben sich ja echt was einfallen lassen. Mal gucken mal da. Der nicht, aber der. Der. So musst du dann auch wieder Material identifizieren. Wenn du nicht in die Höhle gehst, dann hast du vergeicht. Na? Hier ist kein gefährliches Ding. Höhle. Da kann man sich eine schöne Anlage bauen, wa? Ja, da sitzt sie. Guck, da sitzt sie. Sitze ich da überhaupt hin? Ne, weiß ich nicht. Dann lasse ich euch mal leben, ne? Nee, hier gibt es keine weiteren Höhlenkürbisse. Dann gehen wir wieder und lassen das alles hier wieder zurück. Ja, das ist ja auch nicht. Wenn du da denkst, oh, da ist nichts drin, ne? Kannst du richtig schön Kobalt abbauen. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zum Abbauen. Ich gehe jetzt zur Raumstation. Jetzt habe ich ihn. Zu weit weg. Ah, jetzt sind sie alle. Pass auf. Jupp. Das ist gar nichts hier. Ab zum Raumschiff und weg von diesem Planeten. Da ist noch eine Höhle sogar. Guck an.
Also wenn wir jetzt nicht genug Kürbisknolle haben, dann weiß ich auch nicht. Ja, die bauen wir ja sowieso später noch an, glaube ich. Und hin da. Hey. Das ist mir auch lange nicht passiert. Aber wir haben ja vorgesehen. Nächste Puppe. So, siehst du wohl. Habe ich mir hier eigentlich schon Anzugplatz gekauft? Soll ich mal gucken? Ne? Gucken kostet ja nichts. Können wir dabei machen. Ja, so ein Platz ist ja fast unbezahlbar und. Habe ich schon, okay. Ja, nicht. Wollte ich auch schon. Nee. Ist da hinten noch einer? Nee, hier ist noch keiner jetzt. Aber da. Da ist einer. Na. Er will nicht. Dann eben nicht. Kabelbaum nur 55 hier. Nicht schlecht. Aber erstmal wollen wir jetzt verkaufen. 26 nur. Den Rest habe ich im Raumschiff. Ne? 144.000. Das hat sich doch gelohnt. Kürbisknolle, nein. Kobalt. Jawohl. So, da haben wir schon wieder richtig was eingenommen hier. Jetzt schalten wir mal um und hauen die auch nochmal weg. So, haben wir sonst noch was? Gold, 3. Den Konvergenzwürfel, den behalten wir. Die Relikte und das alles auch. Okay. So, damit sind wir ja schon mal was losgeworden. Er will nicht. Dann könnt ihr jetzt hier auch die Anomalie auch. Jetzt hier, so, zack. So, er meckert wieder. Kommt bei euch wahrscheinlich nur Streifen an, ne?
hat er auch Frames ausgelassen. Wie kommt denn das? Hat er sonst nie gemacht. CPU hochbelastet. 73%. Was läuft denn danach? Was habe ich denn danach laufen? Aber vorhin war das doch nicht. Unergründlich sind die PCs manchmal. Vor allem wenn Windows läuft. Gibt es No Man's Sky auch für Linux eigentlich? Installiere ich mal Linux hier. Wäre schön, wenn das auf dem Server lief, aber so. So, jetzt wollen wir mal gucken. Zu wem sollte ich jetzt gehen? Wer wollte jetzt diese Blumen haben? Kürbis, Knolle und Kobalt. Wissenschaftliche Forschung. So, jetzt ist das Spiel bereit. Mikroprozessor und die große Raffinerie. Schön, siehst du. Wunderbar. Noch mehr? Gut. Sendeturm. Ne, das ist hier. Gucken, wie weit ist der weg? Oh, da ist er nicht weit. Das ist ja hier in der Nähe quasi. Du bist noch nicht so weit, ne? So, das können wir jetzt abbrechen. So. Das war das. Verlassenes Gebäude. Siedlung muss ich auch gleich hin. Ich werde jetzt auf den hier noch. 4 Minuten. Die können wir ja hier noch verbringen. Dann kann ich ja noch den Rest hier umwandeln. So, und dann packen wir da den Riesenhaufen, den wir haben, an verrosteten Metall rein. Da haben wir das schon. Oh, guck mal, das kriegen wir wieder 640. Wow, das dauert schon 3 Minuten. Hier keine Tür. So, dann werde ich gleich noch den Basiscomputer abfragen. Vorher nehme ich noch die Sachen raus aus dem Platin. Das können wir ja jetzt auch hier zupacken. Und das Kobalt, das ist auch nur so ein Kleinkram. Das machen wir auch hier rein. Gag gelegt. Auch in den Inventar hinein. Kürbisknolle, die können wir jetzt auch wegpacken. So viel brauchen wir gar nicht, aber die können wir später noch gebrauchen. Die Wasserstoffgelee.
Da haben wir schon was, glaube ich. Aber mal gucken. So, den Konvergenzwürfel, den müssen wir auf jeden Fall sicherstellen. So, Gold, die drei. Kommt zu den Haufen dazu, den wir da schon haben. Jetzt gucke ich erstmal hier. Ja, hier habe ich glaube platziert nochmal Kürbisknolle. Können da auch mit zu auf den Stapel. Kupfer haben wir wieder so viel. Können wir die Stapelgröße mal ändern. So, und dann packen wir das auch hier rein. Das braucht man ja immer. Die Wasserstoff, das können wir auch nochmal halbieren. Und auch da reinpacken. So, da haben wir Kobalt, da haben wir Sauerstoff. Auch Sauerstoff, das können wir auch den können wir jetzt auch wegpacken. So. Natrium. Da legen wir uns auch mal einen Vorrat an. Ja. Kohlenstoff. Gut, was haben wir hier? Reines Ferrit. Das packen wir. Ferrit kriegen wir ja gleich noch aus dem anderen Teil. So, wo habe ich jetzt diesen Sauerstoff? Da, ne? Das Sauerstoffgerät, hier ist er. Und da haben wir 250 Sauerstoff. Zack. Und dann laden wir ihn wieder auf. Kohlenstoff brauchen wir später auch noch. Die Sauerstoff auch. Also von daher sind wir hier richtig gut bedient jetzt. Na guck. Und ab hin. Da rein. So. So, da muss er aber bald so weit sein. Ne, der andere hat 3 Minuten gebraucht, der 4. Das ist jeden Moment muss es soweit sein. Und dann muss ich zu meinen Siedlern und dann reicht das erstmal für heute. Ah, siehst du, jetzt hat er es. Ja, sehr schön. Exo-Anzug. Eigenes Upgrade-Modul synthetisiert. Was haben wir denn jetzt? So, was kriegen wir? Bewegungsmodul. Das ist aber gut. C, aber naja, gut. Roma Geobucht bauen. Rufe mit. Ah, jetzt sollen wir eine Geobucht bauen. Das ist gut. Die werde ich mal hier bauen. Irgendwo dahinter. So, was brauchen wir da noch? Paraffinium müsste ich haben und Metallplatten 5. Dann gucke ich erstmal Paraffinium. Was haben wir denn hier noch? Die große Raffinerie haben wir jetzt auch. Ja, schön. Und was haben wir hier? Das sind diese Motive. Okay, jetzt wollen wir aber die Roma Geobucht. 5 Metallplatten und Paraffinium.
50. Das ist denn das Schöne, wenn man hier hoffentlich aus dem Vollen schöpfen kann. Ich meine, ich müsste Paraffin hier haben. Da sehe da. Da ist es. Und Produkt hergestellt. Siehst du, dafür brauchen wir wieder 250 Ferritstaub. Und zack. So. Jetzt fängt die Wiederherstellung an und wir haben schönes Exo-Fahrzeug. Ne, hier kann man so rufen und ausstatten und was weiß ich alles. Ne, da kannst du es rufen und hier kannst du das Aussehen rekalibrieren. Kannst du die schöne Farbe geben. Ne, aber das wollen wir jetzt nicht. Erstmal packe ich aber noch die Sachen wieder weg hier. Paraffinium rein. So, dann gehen wir jetzt zur Siedlung zurück. Das macht ja gar kein Geräusch mehr. Oh, jetzt steht die Kiste. Nein. Das habe ich schon mal gehabt. Da hatten sie dann Patches gebracht, aber anscheinend war es das denn. Gut, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Der Stream läuft noch. Ja, die CPU-Belastung ist auch jetzt runter. Die geht noch weiter runter. Also, da muss ich das Ding killen. Ich kann es nicht ändern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Und ich bin gespannt, wo ich jetzt wieder aufsetze, wenn ich es neu lade irgendwann. Bis dahin, viel Spaß beim selber spielen. Tschüss.